Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Equestrian The Game. So, ich bin tatsächlich gar nicht so oft dazu gekommen, meine Pferde ins Training zu schicken, wie ich ursprünglich eigentlich wollte. Aber ich glaube, ich habe doch jetzt sogar noch ein Pferd so weit, dass wir da auf ein bisschen höheren Turnieren auch starten können. Genau, guck mal hier, T4 haben wir da schon freigeschaltet. Das müsste ich doch machen können mit Link, genau. Das heißt, das reiten wir jetzt dann auch mal mit Link. Dann sehen wir jetzt hier zum ersten Mal von diesem Cup hier die T2-Turniere. Dann reiten wir die heute mal. Das Problem ist, ich habe es immer noch nicht so wirklich raus, wie ich hier die Motivation vom Pferd wieder steigern kann. Wenn ich das Pferd trainiere, dann geht ja die Motivation in den Keller. Mir hat immer jemand geschrieben, dass man die steigert, wenn man die Mentalität bei den Ausritten trainiert, aber irgendwie, ich weiß es nicht, wenn das Pferd nicht mehr so viel Angst vor so vielen Sachen hat, dann kann ich ja gar nicht mehr wirklich die Mentalität trainieren und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, oh shit. Ja, das war total dumm angeritten. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass die Mentalität, also beziehungsweise dass das Pferd Bock hat, und den Ausritten selbst auch nicht wirklich wieder, oh, was reite ich denn hier zusammen, auch nicht besser gewesen ist. Das starten wir nochmal neu. Also ich kann mich täuschen, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass uns das irgendwie weitergebracht hat, was das angeht. Und wenn das Pferd jetzt nicht so richtig bei der Sache ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es im Parcours Fehler macht, höher. Das heißt, es ist ja auf jeden Fall, sollten wir uns darum kümmern. Aber, ich habe jetzt irgendwie noch kein richtig probates Mittel gefunden, das wieder zu verbessern, weil irgendwie ist es ja auch doof, wenn ich dann, was weiß ich, eine Viertelstunde ausreiten muss, damit das Pferd vielleicht mal wieder ein kleines bisschen mehr Lust darauf hat, mitzuarbeiten. Also, oh, schon wieder. Aber diesmal hat es geklappt. Also, ich tue mich damit noch so ein bisschen schwer. Apropos schwer tun, ich finde den Parcours auf jeden Fall schwerer als den vom letzten Turnier auf der Stufe. Aber hey, wir haben es fehlerfrei geschafft. Und Link ist so ein unfassbar hübsches Pferd. Ich finde den so toll. Warum habe ich jetzt da wieder nur zwei Schleifen bekommen von drei? Ich weiß nicht warum, aber gut. So, können wir jetzt das nächste reiten? Und zwar, wir eben sind mit Fenrir geritten. Und jetzt haben wir freigeschaltet den Parcours Nidhogg. Oha. Nidhogg ist ein Drache. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das alles zusammenhängt. Ich kenne den tatsächlich nur aus den Geschichten in Final Fantasy XIV Heavensward. Was ich übrigens auch gerade wieder sehr, sehr aktiv auf Twitch streame und was auf Cuddy Gaming Uncut auf YouTube noch gereuploadet wird. Da kommt diese ganze Geschichte mit Nidhogg noch, falls euch das interessieren sollte. Denn da kommt tatsächlich viel, viel auch mit nordischer Mythologie drin vor. Finde ich sehr spannend, weil es ja von einem japanischen Entwicklerstudio ist. Und daher kannte ich Nidhogg, glaube ich, zum ersten Mal namentlich. Und dann habe ich irgendwann mal erfahren, dass der auch einen Platz in der nordischen Mythologie hat. So. Also die Parcours finde ich anspruchsvoll. Die sind definitiv schwerer als die ersten. Das kann ich so definitiv sagen. Guck mal, jetzt haben wir hier nur eine Schleife. Warum? War ich von der Zeit her so schlecht? Ich bin doch eigentlich schon ziemlich eng rum. Tja, weiß ich nicht. Aber wir haben damit Valkyrie den Intermediate Qualifier freigeschaltet und den reiten wir jetzt auf jeden Fall auch noch. Dann ist das zwar wieder eine ziemlich kurze Folge, aber ich will auch momentan hier in dem Spiel nicht so lange Folgen machen, weil wir haben einfach nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben einfach nicht so viele Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen.
So. Dann da drüber. Oh, hat das. Ja, hat noch. Hat gepasst. Ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass ich da, dass das nicht reicht. Oh, hier reicht das. Obwohl Link eigentlich, ich glaube, hier hätte ich jetzt zwischen den Hindernissen durchreiten können. Ja, da hätte ich definitiv durchreiten können. Da hätte ich mir Zeit sparen können, aber wenn man den Parcours halt noch nicht kennt. Ich verstehe nicht, warum mein Handy schon wieder. Ich habe mein Handy eben auf lautlos gestellt und nur für wichtige Nummern zugelassen. Aber das ist nicht der Ton, den wichtige Nummern haben. So. Hier haben wir jetzt alle drei Schleifen bekommen. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie das kommt, aber wir sind sowieso noch nicht in dem Bereich, dass wir Intermediate starten könnten. Da müssen wir noch ein paar Mal oder noch einmal den Parcours reiten und wir müssen Link eben auch noch trainieren. Das geht jetzt aber eh nicht mehr, der hat nämlich keine Energie mehr. Aber wir könnten die anderen beiden noch trainieren. Gizmo und Waitiki. So, der hat sein Training komplett. Strength ist er jetzt auf 17, oh, auf 18 sogar hoch. Oh, auf 19 sogar. Und Ausdauer ist er bis auf 17. Guck mal hier, der hat sich doch gut gemacht, der Kleine. Würde ich auch hier nochmal so trainieren, weil ich glaube, das war das, wo er trainiert werden muss. So, und damit habe ich jetzt auch von all meinen drei Pferden die Energie komplett leer genudelt. Ich würde dann sagen, wir sehen uns in einer Woche wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr zu den Beta-Testern gehört, wie euer Eindruck von diesen Parcours hier ist und ob ihr die auch schwerer findet. Und wie viel Zeit ihr momentan so in dem Spiel verbringt oder ob ihr auch sagt, okay, nee, ich warte jetzt dann lieber, bis dann Release ist. Ich bin gespannt, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dahin. Tschüss!